Als Ziele kommen bei Personen persönliche Ziele und bei Personenvereinigungen beispielsweise Unternehmensziele in Frage. Persönliche Ziele können materielle Ziele sein, wie zum Beispiel Einkommen oder Karriere, und emotionale bzw. immaterielle Ziele, wie etwa Anerkennung oder Glück. Wenn diese Ziele erreicht, tritt Erfolg ein, der sich in einem Erfolgserlebnis niederschlägt. Zur Umsetzung von Zielen in Ergebnis bedarf es der Umsetzungskompetenz. Es ist soweit, ne? Es ist soweit, Freunde. Nach 6 Monaten. Unter 6 Monate. Alter, Mann, bin ich schnell pleite gegangen. Ja, Freunde. Eigentlich wollte ich noch zeigen, dass wir aufgeräumt haben. Ja, das kann man schon mal zeigen. Alter, das war richtig Arbeit, ne? Im letzten Video waren die Kommentare ja echt heftig, ne? Echt jetzt? Ja. Aber jetzt ist hier ja alles schön in einer Reihe. Und was passt besser, als sein Lieblingsauto abzugeben, Freunde? Ich habe dazu schon einige Worte verloren. Ich gehe einfach nur noch kurz aufs Fahrzeug ein. Mhm. Für alle, die hier vielleicht neu in dem Video sind, weil sie vielleicht neu auf das Video geklickt haben und mich nicht kennen. Sein, ne? Ich bin Maximilian, ich kaufe mir gerne abenteuerliche Autos und baue sie meinen Geschmackes entsprechend um. Trifft manchmal nicht jeden Geschmack. Ja, komm. Hier habe ich mir einen wunderschönen Bentley Mansori gekauft. Das war ein Japan-Import mit 63.000 gelaufen. Auf jeden Fall bin ich den nicht viel gefahren, weil der massive Motorprobleme hatte. Die Motorprobleme habe ich gelöst. Alles mit Bentley Originalteilen. Knappe 8.000 Euro ohne Arbeit später steht das Ding jetzt so hier. Hochglanzversiegelt mit brandneuen Felgen, brandneuen Reifen. Hochglanzversiegelt. Ich wollte das für die Zuschauer einmal versinnbildlichen hier. Ja. Hallo. Mit den viel diskutierten. Das ist sehr umstritten. Ja, das übereinander Design. Parallelen Endschalldämpfer. Doppeldecker oder Hochhaus-Endtöpfe, genau. Nenne ich das. Wunderschön Interior. Ne? Hm. Und jetzt gerade jüngst habe ich mir hier sogar noch einen neuen Schlüssel besorgt. Ne? Damit das Ganze schickst. Ja, Freunde, da ich auch nur ein normalsterblicher Mensch bin und dieses Fahrzeug sich wirklich bei sparsamer Fahrweise 16 Liter reinzieht und mein Durchschnittsverbrauch waren jetzt im Übrigen 20,5 Liter. Und bei Spritpreisen, ne? Das ist komplett geisteskrank. Also wenn du keine Mio auf dem Konto hast. Also du musst es schon extrem wollen. Ne? Also man kriegt es irgendwie hin, aber du musst es schon extrem wollen. Vom Stehen wird das Auto auch nicht besser. Ich habe halt ein schwarzes Coupé, was 11, 12 Liter verbraucht. Da muss ich jetzt nicht mit diesem Ding durch die Gegend cruisen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Schätzchen abzugeben. Ich habe ein Tauschangebot bekommen, beziehungsweise eine Inzahlungnahme. Beziehungsweise, oh, jetzt wird es richtig kompliziert. Ich habe eigentlich nach einem Fahrzeug gesucht. Letzten tut das Auto eher so den Tesla vom Job, ne? Vom Job auf jeden Fall, ja. Aber eigentlich war der Bentley ja auch so ein bisschen. Ne? Was denn? Ja, bevor ich umgezogen bin, dachte ich, dass ich damit täglich zur Halle fahre. Ja, okay, das war ja wohl. Das war ein richtiger Satz mit X, ja, ne? Es ist ja ein ganz anderes Auto, was du jetzt dagegen eintauschst. Es tut mir leid, an der Stelle auch die Leute jetzt ein bisschen zu enttäuschen. Beziehungsweise vielleicht hattet ihr auch ein bisschen falsche Erwartungen, was dagegen jetzt getauscht wird. Lambo, ich habe sowas wie Lambo und alles gelesen. Es wird tatsächlich im Vergleich zu dem hier vielleicht sogar ein bisschen prüde, ein bisschen langweiliger. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ihr ganz viel Spaß habt mit dem Video. 3 Cases, die jetzt eintreten können. Entweder beide sagen, nee, finde ich total scheiße, dein Auto. Oder man wird sich preislich nicht einig und man geht einfach seinen Weg aus. Genau. Freundschaftlich. Oder, zweiter Case, einem gefällt das Auto und dem anderen nicht. Dann wird das andere Auto abgekauft. Oder dritter Case, und das wäre hammer geil. Beide Autos gefallen und die Autos werden getauscht. Ja, und die Zuzahlung passt dann auch. Ja, ne? Ja, einer zahlt zu. Also man kann ja schon mal sagen, das Auto wird vom Wert her höher sein als der ungefähr. Also kann man schon sagen, ne? Aber Marktpreis, ich weiß ja auch nicht, für was der dann wieder inseriert wird, könnte schon in eine ähnliche Richtung gehen. Ähnliche Kategorie so, ne, an Preis. Aber es ist deutlich neuer, es ist deutlich moderner. Ich höre da was. Echt jetzt? Oha. Dieser Tausch ist eine sehr haarige Angelegenheit. Wegen eurer kleinen haarigen Angelegenheiten habe ich Partner des heutigen Videos. Manscaped. Your balls will thank you. Manscaped ist die perfekte Marke für die Männer, denen Pflege und gute Qualität der Produkte, die sie benutzen, wichtig ist. Das Performance Package 4 bietet die neueste Generation des Lawnmower 4.0. Mit Skin Safe Technology und einer LED. Er ist absolut wasserdicht. Des Weiteren im Performance Package 4.0 findet ihr den Ball Toner. Erfrischend. Und den Crop Preserver Anti-Shaving Ball Deodorant. Das ist noch zu. Riecht gut. Das ist hautschonend. Des Weiteren mein absoluter Favorit dieses Kits, der Weed Whacker für Nasenhaare. Ich stecke mir hier gar nichts in irgendwelche Körperöffnungen heute. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir noch nie irgendwie in die Nase damit geschnitten. Zusätzlich im Set gibt es hier noch aus rostfrei, ne? Das gibt es noch dazu.
und zwei Geschenke. Eine super Hallen-Ersatz-Boxer-Short und zusätzlich dieses wunderschöne Kunstleder-Etui, wo man dann alles schön reinpacken kann. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dieses Set zu erwerben, gehe jetzt auf manscaped.com, nutze meinen Code, erhalte 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Vielen, vielen Dank an Manscaped fürs Sponsoren des heutigen Videos. Ich würde sagen, es geht weiter mit Tauschrausch. Schön. Ja, Freunde. War leider ein kleiner Fehlalarm, ne, an der Stelle. Wen haben wir denn da? Ja, so ein lauter Kollege. Den Herrn Walu. So, ja, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen was aufgebaut. Ja, der Grill, der heizt hier schon an, ne? Aber hier schön Fleisch, ne? Nur das Billigste. Ja, ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen was. Billigste aller frische Theke, Mann. Hier. So. Gab's letztes Mal eine Diskussion, weil Wax von Meckle gekauft hat. Leute, wenn man grillt, jetzt no joke. Das reicht komplett. Das kostet 59 Cent und das von Meckle kostet 1,39. Und das ist mehr als 100% mehr Aufwand, ohne dass man irgendwas davon hat. 3 Gramm mehr Kräuterbutter. Rote Nummern haben die denn? Das ist so typisch ostdeutsch auch, ne? Immer mit den dicken Karren. Ja. Immer die kann noch nicht mal auf dem Hof fahren. Immer die lautesten, du. Bin ich richtig? Bei die Auto-YouTuber, die eine Scheißkarre kommt? Bin ich richtig? Ja, am besten die hier, ne? Mit allen Beteiligten gut? Auf jeden Fall. Sauft ihr Bier oder was? Nö. Kennst du nicht? Cider? Kennst du? Nee. Nee? Was? Gibt's im Osten nicht? Nein. Komm, erzähl mir. Wir haben auch kein Westfernsehen. Hallo erstmal. Na, alles fit, Männer? Ja, habt ihr schon Grill angeworfen? Ey, wir haben echt Hunger, ne? Ja, klar. Das haben wir jetzt alles schon erledigt. Das, quasi, jetzt muss man hier gucken, was hier abgeht gleich. Das ist ja auch ein schickes Ding. Ja, das ist okay, ne? BMW, ne? Was denn? Das BMW. Qualität? Das wird es beim C63 nicht geben, ne? Oder auch der Griff. So, einfach wie der schon aussieht. Wie der aussieht, der Scheißgriff. Also ganz ehrlich, es ist trotzdem ein geiles Auto. Wirklich, ohne Scheiß. Die Sonne steigt mir langsam zu Kopf. Ich habe jetzt langsam schon angefangen, mit dem M4 ein bisschen zu liebäugeln. Das liegt aber nur stark daran, dass ich halt die ganze Zeit versuche, dieses Schätzchen zu ignorieren. Wir haben hier einen S500, Baujahr 2014, 63 gelaufen, 4MATIC, lang. Designo Exclusive. VIP-Paket, Chauffeur-Paket und weiß nicht was alles noch, Paket. Paket. Vom Paketboden. Ist das jetzt mit AMG-Paket oder? AMG Line, glaube ich. Sieht so aus, ne? Also normal, ganz ohne ist es auf jeden Fall nicht. Also ich habe mir schon einen als Hybrid angeguckt. Der hatte AMG Line und der sah 1:1 genauso aus. Hybrid? Ja, S500e. Du hast nicht gehört, Hybrid, ja. Jetzt ist er komplett am Durchdrehen, Hybrid. ich will Sprit sparen. Wenn man gerade in dem M4 saß, dann ist es schon ganz anders geil. Was haben wir hier? Exclusive. Abgestepptes Napperleder, Sitzlüftung, Sitzkühlung, alles vorne, hinten, Memory, Sitzverstellung, Ambientebeleuchtung, bepolstertes Armaturenbrett. Schon heftig. Alter, der Kontrast ist gerade ultra krass, weil ich eben in dem BMW saß und dann so versucht habe, mich damit anzufreunden. Selben Baujahr sind, verfolgen zwar unterschiedliche Konzepte, ne? Aber da ist das Cockpit des Mercedes. Ja, das kann Mercedes einfach. Was fehlen hier für 2 Knöpfe? Streit, du hast gesagt, die Bude ist voll. Ja. Warte mal, was fehlt denn da? Ich muss selber überlegen. Kacke, jetzt wird's unangenehm. Warte, lass mal ganz kurz Nachtsicht. Was heißt die Nachtsicht? Spurhalte. 360. Ja, 360 fehlt. 360 fehlt. Oha. Streit. Ich glaube, die letzte ist nicht zu belegen. Nur der hier fehlt, glaube ich. Auch nur 360. 360. Vielleicht kann man noch Schreibt rein, wenn ihr wisst, was bei der letzten ist. Schreibt rein, wenn ihr wollt, dass es nachrüstet für YouTube. Ja, wahrscheinlich. Kameras nachrüsten. Kamera kommt das wieder alles nicht rüber. Ich hatte ja schon mal eine lange S-Klasse, ne? Damals das Ding für 1000 Euro. Da war ich ja schon. Glaubt immer an eure Träume, ja? Oh, jetzt kommt der Scheiß, Alter. Ja. Was soll ich euch sagen, ne? Da ist noch Folie drin. Und hier haben wir auch noch den ganzen Kopf, ne? Ja, komplett mit Kopfhörer, Fernbedienung. Rear Seat Entertainment, ne? Alles da. Alter, kannst du Hot-Stone-Massage machen hier? Ehrlich. Command. Der hat mir das angemacht, der Jürgen. Was wird denn jetzt mein Rücken übelst heiß? Ich hab doch gar keine Sitzheizung an. Wo mache ich das? Das machst du hier alles hier drin. Frag meinen Jürgen. Also der hat da. Ich habe ja so einen empfindlichen Rücki, ne? Das hatten wir auf dem Nordcup auch, die Dinger. Ja, komm. Das ist schon wild, ne? Ja. Also ich weiß auch gar nicht, was man hier jetzt alles machen soll. Keine Ahnung. Vielleicht wie wär's mit einer Runde Probe fahren? Ja. Wie so ein Auto fährt, weißt du ja wahrscheinlich, ne? Nee. Ja, dann musst du mal fahren. Guti. So, gut, Abi. Mhm. Film? Film Marino. Oh, ist das geil, Kunde. Oh ja, soft close, hat er? Auto geht schon mal nicht raus. Was denn jetzt? Nicht, dass der mir hier alles reinpustet.
Der Motor ist an, ne? Ja, hm? Ich wusste nicht. Dicker. Das ist komplett wild, okay, ne? Okay, krass. Alter. Das Auto hörst du beim Fahren gefühlt nicht. Du denkst, du fährst einen Tesla, ehrlich. Und mein Hund auch. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? Das findest du gut? Ja. 600 Kilometer, ne? Kadalea kommt hinten rauf aufs Snapperleder, oder was? Ja. Du hast eine Rückfahrkamera. Oh Mann, also ganz ehrlich, das überfordert mich so hart hier alles. Ich bin gerade wie du bei deiner CLS-Probefahrt, Alko, weißt du? Ja, ich weiß, das ist genauso aufgeregt, ja. Ne? Hm. Ja, mach mal die Kamera aus. Okay, tschüss. Hier wird einfach nur noch gehandelt, geredet, gegrillt. Nach einer Probefahrt mit dem Bentley und einiges an Hin und Her Gedruckse ist der Tausch jetzt mit einer Zuzahlung meinerseits vonstatten gegangen. Der Bentley ist jetzt zu erwerben bei der Autogesellschaft Dresden. Obligatorischer Handschlag. Vielen Dank. Enrico. Vielen Dank fürs Vertrauen. Ja. Bei uns ist die Autodeals laufen bei uns immer relativ entspannt ab, ne? Wir tauschen jetzt die Autos, Vertragswerk klären wir dann hinterher, Kohle hoch. Kohle hoch. Kohle hoch, genau. Und verhandeln wir nochmal den Preis. Nächste Woche dann, wenn die Kiste liegen geblieben ist, ruf ich an, ey Max, kannst du mir abholen? Ja. Wann geht das Inserat von dem Ding hoch? Weil dann kann ich das hier schon verlinken. Ne? Ich denke mal, wenn alles gut läuft, Anfang nächste Woche, oder Jürgen? Montag, Dienstag spätestens. Ja, ich verlinke das sonst einfach im Nachhinein. Wir sind dann auch angekommen am Ende dieses Videos. Schreibt in die Kommentare, ob ihr diesen Tausch gemacht hättet, wo ihr jetzt als erstes mit der S-Klasse hinfahren würdet. Würde mich auf jeden Fall über zahlreiche Kommentare sehr freuen. Ich bin gerade noch ein bisschen überwältigt. Das ist alles gerade irgendwie ein bisschen sehr krass, was hier schon wieder passiert. Haut rein.